Was ist das denn für ein Gebäude? Das Hauptquartier von Prune Incorporated. So viel konnte ich mir schon zusammenreimen. Dir ist aber schon klar, dass das Ding eher nach einem Pen... BJ hat das Gebäude persönlich entworfen und er nimmt Kritik sehr persönlich. Bitte vermeiden. Ich mag auch einen BJ. BJ, Bill Jobs, der CEO von Prune. Mein Erfinder, mein Herr und Gebieter, das Zentrum meines Universums. Der hellste Stern am Himmel der Technologiekonzerne. Der intelligenteste. Du bist ein Fan. Verstehe ich schon. Bring mich schnell zu ihm. Und niemand anders darf mich sehen. Ich bin ein streng geheimer Prototyp. Jetzt mach nicht so einen Stress. Du hast im Lefties in einem Haufen Glibber gesteckt. Das ist nicht gerade streng geheim. Ich weiß selbst nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Schätzchen, dir geht es wie mir. Wo soll ich dich hinbringen? Nach oben in das Skyloft. Dort ist BJs Büro. Natürlich, wo sonst? Ist klar. Man braucht schon so ein Haus. Ach, Thermobecher nehmen wir noch mit. Der ist noch gut. Schnell laufen wäre noch cool. Hier könnte man einen Flyer anbringen. Gut, und rein. Vollbildkamera, 1000. Nee, ist klar. Hallo, könnt... Dann habe ich den Ständer rausgeholt. Und dann? Dann habe ich sie auf den Ständer gesetzt. Ganz langsam. Oh. Ich musste sie mit beiden Händen packen und immer tiefer drücken. Oh Mann. Ich hoffe, ich kann mir auch bald so eine teure Soundanlage leisten. Hat die Soundanlage auch gute Hupen? Das hier ist ein Fachgespräch zwischen Audiophilen. Ich dachte, das ist mittlerweile legal. Larry Leffer. Ich habe hier so ein Ding, das mich zutextet. Das will hier irgendwo nach oben zu einem BJ. Was für ein Ding? Moment, ich habe doch gesagt, dass mich... Das hier. Niemand sehen darf. Ist das ein... Das ist doch... Das neue Modell. Der geheime Prototyp. Es ist wunderschön. Vielen Dank für die Blumen. Und jetzt steck mich wieder weg, bevor der Sabber auf mich... Okay, zu spät. Woher hast du... Wie... Das habe ich in einem Schleimhaufen gefunden. Wie ist der nur dorthin gekommen? Ruhe jetzt! Er soll mich in die Chefetage bringen. Und kein Wort zu irgendwem. Ja, Herrin. Okay, schnell. Da hinten ist der Lift. Hier hast du eine Zugangskarte zur einmaligen Benutzung. Komm nur einmal. Und steck den Prototypen wieder weg. Unbestätigt. Sofortig nach oben. Unbestätigt nach. Ja, ist ja gut. Dafür braucht man wohl ein. Hab ich. Das ist eine einzige Katastrophe. Wie konnte das passieren? Wir untersuchen noch alles. Aber wir haben das Notsignal empfangen und der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Wer hat ihn? Das ist noch unbekannt. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ich werde ihn hochkant feuern, auf Schadensersatz verklagen. BJ. Und wenn das nochmal passiert, werde ich den ganzen Laden dicht machen. BJ. Was? Ganz ruhig. Der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Alles ist für die Präsentation vorbereitet. Es sind nur noch die letzten technischen Details zu klären. Wir sind im Plan. Ja, du hast recht. Ich sollte mich darauf konzentrieren. Hast du den Prototypen? Ich bin Name, wie ist dein Larry? Ich bin Larry Leffer. Ich habe keinen Prototypen in meiner Hose. Ich freue mich tatsächlich, dich zu sehen. Hallo Larry, der Prototyp würde uns aber tatsächlich mehr interessieren. Oder hast du mehr als einen Prototypen in deiner Hose? Nein,
An mir ist alles echt. Und ich bin BJ, wie du sicher weißt. Aber das ist egal. Der Prototyp. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Larry. Es wäre mir eine Freude, wenn du endlich das Ding rausholst. Okay. Aber ich muss dich warnen. Er ist ganz schön groß. Stimmt gar nicht. Ich bin das dünnste Modell aller Zeiten. Ach so, du meinst dieses Gerät, das nicht die Klappe hält? Was ist das überhaupt für ein quatschendes Ding? Das ist unser P-Phone. Hast du etwa keins? Nein. Wofür sollte ich so ein Gerät brauchen, das mich die ganze Zeit komisch anlabert? Nun, es ist ein Mobiltelefon. Ein Musikspieler, ein revolutionäres Kommunikationsgerät. Verstehst du? Es sind nicht drei Geräte, es ist ein Gerät. Es ist also auch noch schizophren? Irgendwann werde ich euch alle töten. Hä? Nichts. Nichts. Was ist das nochmal für ein Kerl? Du kennst ihn nicht? Nein. Unter welchem Stein hast du gelebt? Genau genommen, unter der Straße. Also, das ist Bill Jobs, der legendäre Gründer und CEO von Prune Incorporated. Und ein Genie. Und natürlich ein Genie. Kann ich dieses Ding für ein Date mit dir eintauschen? Haha, sehr witzig. Moment, du meinst das ernst? Warum denn nicht? Wie ist es nun mit einem Date? Nun, du siehst aus wie... Sag nichts. Ich bin mir meiner Ausstrahlung bewusst. Und du bist auch nur eine Frau. Daran muss es liegen. Kannst du mich jetzt endlich erlösen? Ach, danke. Endlich wieder in vertrauten Händen. Wir müssen den Prototypen durchchecken. Unsere leitende Ingenieurin muss ihn neu kalibrieren. Und dass mir sowas nie wieder passiert. Sonst hat das Konsequenzen. Also, was unser Date angeht... Du bist jedenfalls hartnäckig. Das würde ich jetzt einfach mal als ein Ja interpretieren. Larry, ich habe keine Zeit für Verabredungen. Deswegen treffe ich mich nur über Timber. Timber? Die Dating-App, die wir hier bei Prune entwickeln. Die App, die das Liebesleben aller Menschen revolutioniert hat. Ach, die? Natürlich. Tolle App. Hab direkt zwei davon gekauft. Und nimm's nicht persönlich. Ich glaube nicht, dass dein Profil dort genug Punkte hat. Unter 90 Punkten nehme ich keine Anfrage an. Hm, das war klar. Ich dachte, ich hätte bei dir schon gepunktet. Wenn du meinst. Du hast dir sowieso einen Finderlohn verdient, Larry. Hier, ein Gutschein für ein P-Phone. Den kannst du direkt unten im Laden einlösen. Dann kannst du dir auch Timber installieren. Und wenn ich da 90 Punkte habe, gehst du mit mir aus. Aber natürlich, Larry. 90 Punkte in Timber sind für einen Kerl wie dich doch ein Klacks. Geh nicht weg. Das wird nicht lange dauern. Wo ist dieser jämmerliche Typ denn ausgebuddelt worden? Ich hab hier einen Gutschein für so ein Dings. Zeig mal hier. Ja, sieht gut aus. Gib ihm eins. Da, ein brandneues P-Phone. Danke. Auch wenn ich gehört habe, dass sehr bald ein neues Modell erscheint. Und wofür braucht man so ein Ding? Für alles. Wie? Für alles? Du bist echt von gestern, oder? Naja. Und wie schalte ich es ein? Den Knopf gedrückt halten. Okay. Herzlich willkommen zu Ihrem neuen P-Phone. Danke, dass Sie sich für ein Produkt von Prune entschieden haben. Keine Ursache, Kleine. Wie läuft's denn so? Nennen Sie bitte Ihren Namen. Larry Leffer. Registriere Larry Leffer. Einrichtung abgeschlossen. Ist in diesem Teil auch so eine Frau drin? Oh, wenn du möchtest, sind da ganz viele Frauen drin. Irre.
Das Ding muss ja mehrere Megabyte Speicher haben. Also, dann zeig mir mal, wie das Ding bedient wird. Wie, das weißt du nicht? Nein, aber natürlich, Larry. Wir helfen dir gern. Angeschaltet hast du's ja. Und du hast dich auch als Benutzer angelegt. Wisch drüber. Ich hab keinen Putzlappen dabei. Nein, über das Display wischen. Mit dem Finger. Wofür sind die hübschen kleinen Bildchen? Das sind Apps. Was? Ups? Apps. Programme. Ach so. Und wie tippe ich bei denen was ein? Du musst die Tastatur aufrufen. Aber da ist doch gar keine an dem Ding. Die erscheint auch auf dem Bildschirm. Aber der ist doch viel zu klein. Ich glaube, jetzt habe ich alles verstanden. Das bezweifle ich. Wie funktioniert die Frau da drin? Du musst sie aufrufen. Ausziehen. Ausziehen. So doch nicht. Du musst Hallo Pi sagen. Hallo Pi. Ja, Larry? Was kannst du alles? Ich bin eine selbstlernende KI. Je öfter du mit mir interagierst, desto besser verstehe ich dich. Dann wärst du die erste Frau, bei der das funktioniert. Kann das Ding auch Telespiele? Nur wenn du auch Lootboxen kaufen willst. Was? Erkläre ich dir, wenn du mir $800 bezahlst. Niemals. Dann ist das sowieso nichts für dich. Okay, ja, stimmt. Eine wichtige Sache noch. Faith sagte, dass ich Punkte in etwas namens Timber sammeln soll. Kennt ihr das? Wenn du da ankommen willst, brauchst du ein verdammt gutes Profil. Zum Glück verstehen wir was davon, nicht wahr? Wir können dir helfen, ein Profil aufzusetzen, das die Frau nur so anzieht. Super. Allerdings machen wir das nicht bei jedem und brauchen erstmal von dir einen Beweis, dass du ein guter Aufreißer bist. Ihr seid jetzt nicht direkt meine Typen. Nein, sowas doch nicht. Ich hätte gern weiches Toilettenpapier. Die hier bei Prune kaufen nur das Billigste. Und das kratzt so. Ich hab doch Neurodermitis und Acne Vulgaris am... Du weißt schon. Und was weißt du? Ach, was? Hast du keine Ahnung? Die von einem Mädchen. Aber eine gebrauchte. Oh Mann. Ja. Natürlich. Hey, nicht wie du denkst. Es ist doch nicht für mich oder so. Aber wenn du das beschaffen kannst, wissen wir, dass du ein echt geiler Aufreißer bist. Also, ihr wollt... Toilettenpapier, aber es muss weich sein. Ein Unterhöschen, aber gebraucht muss es sein. Geht klar. Völlig normale Sachen, die man in jedem Automat bekommt. Ja. Okay, jetzt kann ich auch unters rufen. Schön. Ich esse derzeit einfach mal ein bisschen Karamell. Okay, Ugo. Okay. Wenn ich U drücke, alles klar. Jetzt zurück zu Lefties. Und hier bleiben. Ist ja Crap. Achso, kann ich nicht abbrechen, schade. Hier hängen ein paar Flyer, aber da ist nichts dabei. Hey, Lefty. Was gibt's, Aaron? Das WLAN eiert wieder rum. Mal up, mal down. So kann ich nicht arbeiten. Techniker ist informiert. Und wann kommt der Techniker? Kann nicht mehr lange dauern. Mach ihm Feuer unterm Hintern. Ich habe für heute eine Show angekündigt.
Okay. Alles klar. Bei sowas muss man also auch aufpassen. Ich hab's gelesen. Da hängt nichts, was mich besonders interessieren würde. Das Kabel hat mehr Bruchstellen als mein Ego zur Highschool-Zeit. Boah, das klingt ja übel. Aber... kann ich dir irgendwie helfen? Hey, Leute, wie geht's euch? Becky? Bist du das? Ich bin hier nicht so mega drauf, eher down. Weil hier so hart gefeiert wird, das macht mich fix und fertig. Aber ich bin gleich wieder on top und werde dann zu den anderen Party-Peoples rausgehen. Also, wenn ihr weiter dranbleiben wollt, was das Nightlife heute bringt, hier in der geilsten Location von New Lost Wages, dann klickt da unten auf Abonnieren und schreibt in die Kommentare, wo ihr heute crazy abfeiert. Yep, das ist Becky. Warst du das? Hast du mir was in den Drink gemixt? Natürlich nicht. Ich glaub dir kein... Kannst du mir mal das Toilettenpapier rausgeben? Um Gottes Willen, das brauche ich alles selbst. Aber... das bleibt unter uns. Ich bräuchte eine Unterhose. Warum brauchst du? Ich will nicht darüber reden. Ich schaue, ob ich was auftreiben kann. Warum wollen eigentlich alle, dass ich ihnen Unterhosen besorge? Bist du bald fertig? Ich muss mal dringend. Geh weg. Das dauert noch. Plaudern wir später weiter. Bloß nicht. Bloß nicht. Okay, jetzt habe ich also nur, eigentlich habe ich nur noch hier diese 25 Cent. Hier steht, wollt ihr ein schön Produkt ergattern, muss eine Golddublone durchs Getriebe rattern. Dollar nimmt die Maschine wohl nicht an. Okay. Die beiden Sachen funktionieren. Fühlt sich feucht an. Scheiße. Dahinter war doch immer... ja. Das ist mein Waschraum. Mhm. Achso, oh, hier kann ich speichern. Das sollte ich vielleicht mal zwischendurch tun. Kann ich dir helfen? Also... wer war denn der luftig gekleidete Rotschopf? Wer? Aaron? Die hat das Zimmer oben angemietet. Und was macht sie da oben? Ah, das weiß ich nicht so genau. Und das geht mich auch nichts an. Irgendwas mit diesem Internet. Irgendwas mit diesem Internet? Was ist ein WLAN? Das Funkinternet. Ich hätte mir doch nicht dieses Sondermodell von einem Router aufschwätzen lassen. Wurde angepriesen als WLAN-Router mit integriertem Home-Entertainment-System. Aber die Musik kratzt und die Verbindung ist flatterhaft. Ist das Internet sowas wie das ARPANET? Ich sag einfach mal ja. Ha! Da werden die Kommis nicht mithalten können, wenn wir sogar schon ein besseres Netz haben. Da sage ich auch einfach mal ja. Warum hatte Aaron so wenig an? Im Internet hat kaum jemand was an. Also, habe ich gehört. Ich sollte mir auch ein Internet anschaffen. Du hast doch eins. Das Smartphone. Psst, ermutige ihn nicht noch. Oh. Lass uns über was gibt's sonst noch? Hast du vielleicht... du weißt schon,
für... Ja, das... Aber Aaron belegt es gerade. Sie wollte eigentlich nur zur Zwischenmiete hier sein, aber jetzt ist sie schon einige Zeit... Wenn sie auszieht, könnte ich also... Nur wenn du bezahlst... Aber natürlich... Nimm's mir nicht übel, Larry. Aber dein Deckel beim... Und sei froh, dass ich keine Zinsen seit neun... Vielleicht... Wenn du damit meinst, dass du mir bei der Reparatur der Brauerei helfen willst, dann... Bis später. Okay, Barbarenbräu hat nicht genug Biss, um dieses... Was denn? Ohne guten Grund wühle ich da nicht.